Loturzel ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration, kann sich zu Lombrero entwickeln, welches sich zu Kapalurus entwickeln kann. Und des Weiteren ist es das Gegenstück von Samurzel. Loturzel ist ein kleines sechsbeiniges Pokémon, das hauptsächlich hellblau und grün erscheint. Das Pokémon besitzt einen kleinen breiten Torso und der gesamte Körper sowie die Beine sind hellblau und sein Mund gelb gefärbt. Auffälligstes Merkmal seiner Erscheinung ist das große Blatt auf seinem Haupt, das dem einer Seerose gleicht. Das Blatt weist einen breiten, nach oben weisenden Rand auf und ist hinten mit einer breiten Einkerbung versehen. Es weist eine hellgrüne Farbe auf, wobei die dreieckigen Muster im Inneren minimal dunkler sind. Vorne am Körper sind die beiden kleinen runden Augen zu erkennen, die sich aus weißer Lederhaut und schwarzen Pupillen zusammensetzen, und der breite Mund ähnelt einem sehr kurzen und abgerundeten Schnabel, wobei Loturzel schließlich auf sechs äußerst kurzen Füßen steht, und in seiner Shiny-Form ist der Körper kräftig magenta gefärbt und das Blatt erscheint hellblau. Loturzel gehört den Typen Wasser und Pflanze an und greift seine Gegner dementsprechend mit Spezialattacken des Typs Wasser wie Blubstrahl oder des Typs Pflanze wie Energieball an. Es ist langsam, zeichnet sich jedoch durch seine hohe Abwehrfähigkeit aus. Dieses Pokémon nutzt Wasser, um sich im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. So ist es bei Regen durch die Fähigkeit Wassertempo doppelt so schnell oder erhält durch die Fähigkeit Regengenuss jede Runde einen Teil seiner Kraftpunkte zurück. Wenige Exemplare von Loturzel besitzen die versteckte Fähigkeit Tempomacher, welche sie vor Verwirrung schützt. Loturzel lebt auf der Wasseroberfläche von sauberen Teichen oder Seen und geht nur selten an Land. Es heißt, es hätte einmal einige Zeit an Land geweilt, sei jedoch wieder ins Wasser zurückgekehrt, da das Blatt, welches Loturzel auf dem Kopf trägt, zu groß und zu schwer wurde. Dieses Blatt verwelkt, wenn Loturzel für eine längere Zeit kein Wasser trinkt, was zu einer Schwächung des Pokémon führt. Außerdem nutzt es das flache Blatt, um sich auf dem Wasser treiben zu lassen. Kleine Pokémon, welche nicht schwimmen können, setzen sich gern auf das Blatt, um wie von einer Fähre sicher über den Teich befördert zu werden. Darum ist Loturzel der erste Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Lombrero entwickeln, welches sich selbst wiederum zu Kapalurus weiterentwickeln kann. Das Blatt, welches sich auf Loturzels Kopf befindet und dem Blatt einer Seerose ähnelt, bleibt dem Pokémon in jeder Entwicklungsstufe erhalten. Das Gesamterscheinungsbild jedoch verändert sich mit jeder Entwicklung stark. So besitzt Loturzel einen kleinen breiten Torso mit sechs Beinen, während Lombrero und Kapalurus auf zwei Beinen stehen und noch zusätzlich zwei Arme besitzen. Loturzels Körper ist hauptsächlich blau, der von Lombrero grün und das Fell, welches Kapalurus Körper bedeckt, ist beige gefärbt. Die Struktur von Kapalurus Gestalt ist im Gegensatz zu seinen Vorstufen menschenähnlich. Im Laufe der Entwicklungen gewinnt das Pokémon dabei an Gewicht. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Loturzel zu Lombrero auf Level 14 ausgelöst, die Entwicklung von Lombrero zu Kapalurus wiederum durch die Gabe eines Wassersteines. Mit seinen Typen nimmt Loturzel Viertelschaden gegen Wasserattacken, halben Schaden gegen Boden- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Gift, Flug-, Käferattacken und der Rest macht normalen Schaden.